Hallo, willkommen bei Money, das kann jeder. Diese Woche tut sich mal so richtig was in meinem Depot, denn ich habe noch eine Aktie ganz frisch jetzt gekauft. Das kann ich bei den aktuell sehr hoch stehenden Märkten trotz Skepsis bei mir ganz gut machen, denn ich konzentriere mich aktuell vor allem auf sehr defensive Unternehmen, die kein hohes 52-Wochen-Beta haben, also die ein bisschen weniger volatil unterwegs sind wie der breite Markt. Dann noch auf Firmen, die trotz stark ansteigenden Märkten den Run der letzten Wochen nicht wirklich mitgemacht haben, die daneben eine in meinen Augen faire Bewertung aufweisen und eine ordentliche Dividende ausschütten. Bei den Firmen kann ich trotz hoher Indexstände ganz beruhigt klein einsteigen, denn auf mein Einstiegsniveau, das ich jetzt gewählt habe, fühle ich mich dann schon mal ganz wohl und vor allem kann ich sie dann im Anschluss in aller Ruhe auch auf ihre endgültige Größe dann später aufbauen, wenn Schwäche zu sehen ist. Interessante Kurse werden dann schließlich ja noch interessanter und ja, das nutze ich dann später gerne aus, um die Position je nach Lage auszubauen. Auch ein weiterer Grund ist natürlich, dass ich endlich ja, mit der Struktur in meinem Depot auch fertig werden möchte und so habe ich jetzt bei einer Aktie zugegriffen, die eine Branche bei mir dann auch so weit befüllt, dass ich sie hier erst einmal ja, abschließen kann. Ja, da brauche ich hier nicht mehr weiter großartig nach Unternehmen zu suchen für die Branche und kann mich auf andere konzentrieren. Das heißt, ich wollte auch mal fertig werden. So, bei welcher Aktie ich hier zugegriffen habe und warum, erfahrt ihr im heutigen Video. Also die Aktie, die ich jetzt ganz frisch ins Depot geholt habe, ist als Langzeitposition geparkt. Das Unternehmen, was ich jetzt gekauft habe, ist die Duke Energy aus den USA. Was machen die überhaupt? Duke Energy Corporation ist ein US-amerikanisches Energiedienstleistungsunternehmen, dessen zahlreiche Tochterunternehmen und Joint Ventures einige Millionen Kunden mit Strom und Erdgas versorgen und beliefern. Davon ja, befinden sich die Mehrzahl in 5 Bundesstaaten im Südosten und mittleren Westen der USA. Außerhalb der USA ist das Unternehmen dann auch in Europa, Kanada und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Außerdem sind sie auch in Lateinamerika recht stark vertreten. Hier agieren sie vornehmlich in Argentinien, Brasilien, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala und Peru. Mit einer Beteiligung an der National Methanol Company ist Duke Energy auch in Saudi-Arabien tätig. Die Gesellschaft hält eine breite Anzahl an Kraftwerken zur Energiegewinnung und dabei konzentrieren sie sich immer stärker jetzt auch im US-Geschäft auf den Bereich erneuerbare Energien. Daneben sind sie auch im Bereich Telekommunikation mit der DukeNet Communications tätig, die im Südosten der USA ein Glasfasernetz betreiben. Ja, und das Versicherungsgeschäft der Tochter Bison Insurance Company existiert dann auch noch. Also sie sind recht breit aufgestellt und weltweit aktiv. Ja, die Marktkapitalisierung ist angenehm hoch. Sie liegt bei 68 Milliarden Euro, also ein schön großes Unternehmen und um einiges größer auch wie die deutsche RWE oder E.ON. Das erwartete KGV bei dem Unternehmen liegt jetzt bei 17,5, ein Wert, der in meinen Augen voll okay ist. Man geht auch davon aus, dass durch weiter steigende Gewinne das KGV in den nächsten Jahren weiter absinken soll. Im Jahr 2024 könnte das KGV auf 16,4 sinken, im Jahr 2025 dann auf 15,5 und im Jahr 2026 wären wir dann bei 14,69, was dann schon wieder ein sehr attraktiver Wert ist. Wir haben hier bei dem Unternehmen eine Eigenkapitalquote von 29,6%. Ein Wert, der natürlich angenehm hoch ist. Er ist auch um einiges höher wie bei einer RWE oder E.ON, die so bei 17-18% liegen. Kommen wir mal zum Thema Gesamtverschuldung. Die ist recht hoch, was aber natürlich jetzt bei der Branche nichts Außergewöhnliches. Duke Energy hat eine Gesamtverschuldung im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr gehabt von 131,5 Milliarden Dollar. Und auf EBITDA-Basis hätten wir hier einen Verschuldungsgrad von 10,2. Das ist natürlich ein sehr sportlicher Wert, aber ja, leider muss man dazu sagen, dass so eine Verschuldung in der Branche nichts Unübliches ist. Eine RWE hat hier zum Beispiel einen Wert von 24,3 und dagegen sieht die Duke Energy ja, schon wieder ganz passabel aus. Ja, über andere Unternehmen will ich jetzt gar nichts reden. So, das Bild wird dann etwas besser, wenn man sich die Nettofinanzverbindlichkeiten anschaut. Momentan steht hier ein Wert für 2023 von 75,29 Milliarden US-Dollar auf dem Kassenzettel und im Jahr 2024 sollen die Schulden weiter steigen, wie in der Branche halt üblich, dann auf 79,4 und im Jahr 2025 auf 82,08 Milliarden US-Dollar. Hier wird halt ja, das Wachstum über Fremdkapital erkauft. Ja, alles wird halt für die Zukunft ja, investiert in neue Projekte, gerade auch regenerative Energien sind ja momentan angesagt und ja, da investiert das Unternehmen genauso wie die anderen großen Konzerne in der Branche auch sehr kräftig.
Kommen wir dann mal zur Gewinnseite. Der vermutete EBITDA-Gewinn für dieses Jahr liegt bei gut 12,78 Milliarden Dollar und der soll in den nächsten Jahren auch weiter steigen. Die Schätzungen gehen davon aus, dass der EBITDA-Gewinn im Jahr 2024 auf 13,51 Milliarden US-Dollar ansteigen soll und dann im Jahr 2025 auf 14,1 Milliarden US-Dollar. Mir gefällt auch, dass das Unternehmen recht hochmargig arbeitet. 2022 lag die EBITDA-Marge bei ordentlichen 43,7% und das ist ein Wert, den ich bei solchen Unternehmen sehr gerne sehe. Das Unternehmen hat daneben ja noch ein positives Free Cashflow von vermuteten 301 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2023. Ja, und das ist eigentlich ein Wert, wenn man die Konzerngröße sieht, der jetzt nicht unbedingt gigantisch ist. Aber es liegt natürlich daran, dass viel freies Geld in Investitionen fließt. Alleine 2023 sollen es 9,47 Milliarden Dollar sein, die im Bereich Investing reinfließen. Dann kommen wir mal zu einem weiteren recht ansprechenden Bereich, der mich dann auch unter anderem in die Aktie jetzt reintreibt, nämlich die Dividende. Duke Energy hat aktuell eine vermutete Dividendenrendite von gut 4,35%, die sich in den nächsten Jahren auch weiter verbessern soll. Momentan gehen die Analysten davon aus, dass die Dividendenrendite vom aktuellen Kurs aus gesehen natürlich im Jahr 2024 sich auf 4,48% erhöhen soll und im Jahr 2025 dann auf 4,62%. Also, das Unternehmen ist durchaus auch was für Dividendenjäger. Dann kommen wir mal zum aktuellen Geschäft. Ich habe mal die letzten Quartalzahlen mitgebracht, die zeigen, wie es aktuell so läuft. Diese stammen übrigens vom 9.2.2023. Der Gewinn der Aktie belief sich auf 1,11 Dollar. Und im Vorjahresviertel hatte Duke Energy noch 0,94 US-Dollar die Aktie erwirtschaftet. Also der Gewinn konnte mal um schlappe 18% gesteigert werden. Umsatzseitig wurden 7,35 Milliarden US-Dollar vermeldet und im Vorjahresviertel hatte Duke Energy noch 6,24 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Auch hier eine Steigerung um schöne 17,7%. Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,07 Dollar gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 5,04 Milliarden US-Dollar geschätzt worden war. Tja, und das konnte das Unternehmen dann recht locker schlagen. Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5,27 Dollar ausgewiesen und im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 5,24 Dollar erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 28,77 Milliarden US-Dollar in den Büchern und dies kommt einer Steigerung um 14,63% gegenüber dem Umsatz im Vorjahresvergleich gleich. Damals hatte Duke Energy einen Umsatz von 25,1 Milliarden US-Dollar eingefahren. So, für das Geschäftsjahr hatten Analysten dann einen Gewinn je Aktie von 5,28 Dollar vorhergesagt und den Umsatz hatten sie Experten bei 26,99 Milliarden US-Dollar gesehen. Die Zahlen waren also insgesamt nicht schlecht gewesen. Kommen wir dann mal zum Analystenbild und das sieht auch ganz okay aus. 5 Analysten sagen momentan kaufen, einer übergewichten, 10 halten, keiner untergewichten und nur einer sagt verkaufen. Durchschnittliche Kursziel liegt bei 98,92 Euro bei einer Spanne von 90,55 Euro bis 109,76 Euro. Das Aufwärtspotenzial liegt im Durchschnitt also bei gut 10,5%. Ist jetzt nicht unbedingt super viel, aber die Dividende sollte man hier natürlich nicht vergessen. Ich möchte hier natürlich noch mehr Potenzial rausholen und daher habe ich ja, jetzt erst einmal, eigentlich wie jetzt eigentlich immer ich das auch mache, einen kleinen Einstieg gewählt. Sollte die Aktie bei einer Marktkorrektur Schwäche zeigen, ja, möchte ich die Position bei tieferen Kursen dann gerne weiter aufbauen. Ja, was dann natürlich auf lange Sicht ein höheres Kurspotenzial verspricht. Dividendenrendite würde sich dann natürlich auch erhöhen, wenn die Dividende so ausgezahlt wird, wie vermutet wird. Kommen wir dann mal zum Chart. In den letzten 10 Jahren hat sich die Aktie für so einen defensiven Wert ganz gut geschlagen. Sie befindet sich in einem konstanten und moderat schwankungsreichen Aufwärtstrend. In den letzten 10 Jahren konnte sich die Aktie auch gut verzweieinhalbfachen. Hinzu kam natürlich dann auch die Dividende. Seit dem August 2022 hoch bei gut 114 Euro hat die Aktie jetzt gut 21% abgegeben und aktuell ein Niveau erreicht, ja, das wir 2020 und 2021 schon mehrmals gesehen haben. Das Ende März Tief bei gut 84 Euro inklusive das September 2021 Tief bei 83 Euro bietet eine gute Unterstützung, ja, in der ich die Aktie bis in die Investzone 2 bei mir jetzt hieven möchte. Alles andere werde ich dann je nach Lage und Zahlen entscheiden. So, dann kommen wir mal zum guten Schluss. Ich hole mir die Aktie jetzt ins Depot, um die Branche Energie jetzt endlich abzuschließen. Mit E.ON, RWE, Nextera Energy, ja, und jetzt Duke Energy fühle ich mich jetzt hier ganz gut aufgestellt. 2 Unternehmen aus Europa und 2 Firmen aus den USA finde ich persönlich ganz gut. Daneben möchte ich mich
ja auch im Dividendenbereich mit Duke Energy jetzt weiter verstärken. Das Unternehmen schüttet eine schöne Dividende aus, die mir ja weiterhilft, eigenes Cash mit meinem Depot zu generieren. Ansonsten finde ich das Unternehmen schön breit aufgestellt, bei weitem nicht so verschuldet wie so manche andere Unternehmen aus der Branche. Sie investieren aktuell stark auch in erneuerbare Energien. Und das mag ich grundsätzlich bei solchen Firmen, dass auch ja, zukunftsorientiert in die richtigen Richtungen investiert wird. Die Firma ist auch bei Weitem ja nicht so volatil wie andere Firmen ja, unterwegs. Und das sollte mir dann auch ein bisschen helfen, mein Depot weiter zu stabilisieren. Energie ist auch ein wichtiges Thema und es wird auch immer wichtiger werden in meinen Augen, ja, wenn die allgemeine Entwicklung jetzt so weitergeht, wie sie sich jetzt schon andeutet. Und dementsprechend Energie finde ich ganz gut in meinem Depot. Mit Duke Energy habe ich mir jetzt einen schönen großen Konzern ins Boot geholt, der ja, eigentlich grundsätzlich stabil unterwegs ist und auch eine sehr schöne Dividenden, ja, einen schönen Dividendenbetrag auch permanent ausschüttet. Und das ist ja auch ein Grundgedanke von mir, dass ich mit meinem Depot auch schön Cash generiere. Und ja, Duke Energy ist mit seinen ja, gut 4,35% natürlich ein sehr guter Lieferant. Ich habe mir die Aktie aber auch, ja, wie immer jetzt erst ganz kleines Depot geholt, um sie dann bei Schwäche weiter aufzubauen. Ja, der Markt ist volatil unterwegs, momentan steht er sehr hoch. Man muss durchaus noch davon ausgehen, dass er mal tiefer geht. Das würde natürlich bedeuten, dass Aktien im Allgemeinen mit ins Rutschen kommen. Und bei so einer Aktie, die dann doch ein 52-Wochen-Beta von nur 0,42 hat, würde dann halt der Abschlag nach unten nicht so dynamisch ausfallen wie bei so manch anderer Aktie. Und wenn die Schwäche in die Aktie reinkommt, die eventuell nicht ganz so leidet wie der allgemeine Markt, dann würde ich das gerne ausnutzen, um meinen Bestand im Depot immer weiter aufzubauen. Aktuell bin ich mit gut 20% meiner angepeilten Investsumme hier drin und mal schauen, wie ich den Rest jetzt in den nächsten Monaten und Jahren investieren kann. So, das war's für heute. Ich verabschiede mich mal und hoffe natürlich, dass der Blick auf die Aktie euch gefallen und auch ein bisschen geholfen hat. Falls ja, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Ja, das würde mir helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, kann ja mal durchaus verschwitzt werden. Dann ja, erinnere ich euch jetzt mal daran, dass ihr das macht. Dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Videos von mir. Und ansonsten sage ich dann bis zum nächsten Mal, euer Markus. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!